Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Slam Live. In dem heutigen Video wird es um das Thema Waldbrände gehen, denn in der letzten Woche, also in der Woche vom 11.07.2022, gab es sehr, sehr viele Waldbrände in Südeuropa. Und ja, ich möchte euch einfach dieses Thema näher bringen. Ich möchte euch erklären, wie Waldbrände verursacht werden, was eine Dürre ist, was in der Woche vom 11.07.2022 abging und welche Folgen Waldbrände haben. Und dann kommt mein Fazit. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran, denn das Thema ist einfach sehr brisant. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Die ganzen Belege und Links, die ich dafür gefunden habe, werde ich euch dementsprechend unten in der Infobox verlinken. Zum Beispiel A1. Wenn ich darüber spreche, wird das hier im Bild eingeblendet und der dementsprechende Link werdet ihr dann auch unten in der Infobox finden. Wie werden Waldbrände verursacht? Es gibt zwei Dinge, die Waldbrände verursachen, und zwar einmal die Menschen und einmal die Natur. Die Natur sind zum Beispiel Blitzeinschläge, Vulkanausbrüche, Selbstentzündung. Die Selbstentzündung, das hat man in Australien vor ein paar Jahren gesehen. Und dann ist es natürlich auch, dass Waldbrände besonders bei Dürre entstehen. Durch den Menschen sind es meistens Unachtsamkeit, wenn man zum Beispiel in Nähe eines Waldbrandgebietes ein Feuerchen macht oder wenn man den Zigarettenstummel einfach so wegflitscht und der dann in ein trockenes Unterholz fliegt und dann kann da auch irgendwie ein Waldbrand entstehen. Muss nicht immer, aber kann halt passieren. Ne? Und das Zweite, was ein Mensch machen kann, ist halt die Brandstiftung. Das heißt, er legt willentlich ein Feuer mit der Absicht, dass Dinge abbrennen, was ich natürlich nicht so geil finde. Was ist eine Dürre? Eine Dürre wird beschrieben als ein Niederschlagsdefizit, welches zu ausgeprägten Trockenheiten führen kann im Oberboden und tieferen Bodenschichten. Die Erderwärmung hat natürlich auch eine große Rolle in dem Ganzen zu spielen, denn wie DWD-Meteorologe Andreas Bröms sagt, mit jedem Grad Temperaturerhöhung kann die Atmosphäre 7% mehr Wasser halten. Das heißt, es regnet, wenn es regnet, stärker und es regnet seltener, denn je mehr Wasser gehalten wird, es ist ja eigentlich alles selbsterklärlich, ne? Und so entsteht in der Hinsicht ja auch eine Dürre, denn je weniger es regnet, desto eher trocknen die Böden aus und das wiederum begünstigt Waldbrände. Ganz genau. Was ging in der Woche vom 11.07.2022 ab? In Kroatien kämpfte die Feuerwehr nahe der Stadt Šibenik gegen einen Waldbrand, der insgesamt 20 Häuser erfasste und 3.300 Hektar Land zerstörte. Auf der griechischen Insel Samos wurden am Mittwoch mehrere Ortschaften evakuiert wegen einem außer Kontrolle geratenen Waldbrand. In Italien herrschte seit Wochen eine Dürre und nun wurde in 5 Regionen entlang des Flusses Po der Notstand wegen der Trockenheit ausgerufen. Und zuletzt musste die Feuerwehr wegen Waldbränden in Südtirol, der Toskana und in und um Rom ausrücken. Was sind die Folgen von Waldbränden? Die Zerstörung der Lebensräume vieler Arten, die Entwaldung, welche zu dem Problem auch führen kann, zu Waldbränden, den Verlust der biologischen Vielfalt, die Zerstörung und Verschlechterung natürlicher Ressourcen, die Wasserverschmutzung, die erhöhten CO2-Emissionen in die Atmosphäre mit dem Beitrag zur Erhöhung des Treibhauseffekts, erhöhtem Risiko für Bodenverlust, eine Wüstenbildung und ganz, ganz schlimm, Verlust von materiellen Gütern
und natürlich den Menschenleben. Das Fazit. Aus dem Ganzen ziehe ich persönlich heraus, die Menschheit stößt immer mehr CO2-Abgase in die Atmosphäre. Dadurch wird es immer wärmer, was dazu führt, dass Dürreperioden immer mehr begünstigt werden, was wiederum dazu führt, dass es immer mehr Waldbrände geben wird. Es ist ein krasses Thema. Das war jetzt das Thema Waldbrände, wie sie verursacht werden, was die Folgen davon sind, was ich da alles rausgezogen habe. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es werden bestimmt noch weitere Themen in die Richtung geben, denn das alles interessiert mich persönlich einfach sehr. Ich finde es einfach sehr schlimm, was die Menschen mit der Umwelt tun. Zwar irgendwie versuchen, Verantwortung zu übernehmen, aber dann ankommen und zum Beispiel Atomkraftwerke einen Öko-Stempel draufdrücken. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für ein anderes Video, aber da hängt mir der Hals wieder hier unten. Bin ich ganz ehrlich, wo ich mir denke, wieso ist der Mensch nur so? Aber naja, das ist ein Thema für ein anderes Video, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video gefallen. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Passt bitte auf euch auf, denn der heutige Tag, wenn das Video online kommt, soll ein heißer, heißer Tag werden. Und bitte trinkt genug, denn die Hitze kann sehr, sehr gemein werden. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Video und man sieht sich das nächste Mal.